So, also dann wollen wir doch hier mal weitermachen. Ja, das heißt, mit unserem Nay-Item geht es jetzt natürlich. Wie habe ich schon gesagt, nochmal zu Lutz. Noah, Lutz, Lutz, Noah, wie auch immer. Das heißt, wir müssen nochmal durch dieses komische Krevize oder wie auch immer das jetzt heißt, durch. Mit den ganzen Mammuts. Ja, das war jetzt wirklich mal schnell. Ja, mal schauen, ob ich mich da noch dran erinnern kann, wie es da durchging. Also wo das ist, weiß ich noch, das ist hier. Ja, die gehen jetzt doch schon noch einen Ticken leichter weg. Hier ging es nicht weiter, oder? Ach doch, da ist das sogar das, wo wir hier jetzt hier oben rein müssen. Oh ja, ich denke. Also links war irgendwie der normale Ausgang oder so gewesen. Ja, das ist jetzt die Idee, so Aul hat weniger Defense. Ja, sieht so aus. Also allzu viel sollte uns hier erstmal nicht mehr passieren. Hier ging es auch, denke ich, irgendwie jetzt so im Kreis so ein bisschen rum. Dann waren noch, also ein, zwei Treppenstufen waren es nur noch irgendwie, aber ich denke, zu kompliziert war das alles nicht. Kann sein, dass es jetzt nicht diese war. Also möglich. Thank you.
Ja, ich denke, so rum war das irgendwie. Okay, nö, gibt's nur den einen. Ja, und hier unten ging's jetzt, denke ich, raus. Na, zu früh gefreut. Dann geht's vielleicht hier raus. Okay, genau. Naja, also das war nicht allzu kompliziert. Das Entscheidende ist halt, dass man am Anfang weiß, dass man da nach oben gehen muss. Gute Arbeit. Du bist wahrhaftig ein Abkömmling von Alice. Ich bewundere, dass du qualifiziert bist, die Kraft von Licht und die Erinnerung der Dunkelheit zu besitzen. Vor 1000 Jahren, nach den Kämpfen von Alice, hat Algol eine kurze Dauer des Friedens errungen. Die Leute waren glücklich mit dem, was ihnen gegeben wurde, und haben nichts weiter nachgefragt. Und es war ihnen eine Freude, ihren Geliebten mehr zu geben, als sie wollten. Allerdings, als Mother Brain ankam, hat sich Algo verändert. Wir wurden verwirrt, weil Mother Brain so viele Sachen erschuf. Wir wussten nicht mehr, was wir wirklich brauchen. Die Leute fingen an, dafür zu kämpfen, was Mother Brain schuf. Sie dachten nicht mehr so gut über Alice. Und anschließend glaubten die Leute, dass sie nicht mehr ohne Mama Brain leben könnten. Ich glaube, es ist eine teuflische Falle hinter Mama Brain. Das hat sie menschlichen Geist dazu gebracht, schwächer zu werden. Diese Falle führt auch zu der Zerstörung des Algol-Systems. Ich weiß nicht, wer sie hergestellt hat oder warum. Es gibt ein Nähschwert in der Kiste. Wenn du es aufnimmst, wird es dich von dem Bösen retten. Okay. Hey, keine Soundeffekte mehr. Okay.
Rolf, bist du mutig genug, um mit den bösen Mächten zu kämpfen? Ich werde die Zukunft Algos dir überlassen. Ich bete für deine Sicherheit. Benutze das Snake-Schwert, wenn du außer Kraft läufst. Es wird dich hierher zurückbringen. Okay, es gibt wirklich keinen Sound jetzt mehr. Das ist ein bisschen komisch. Rolfs Körper fühlt sich sehr leicht an. Das ist ja der normale Teleport-Sache. Oh, jetzt hängt die Sache wohl. War wohl doch nicht so gedacht. Ja, wer weiß, was das jetzt für ein Glitch ist. Na gut, weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt einfach so nochmal auf die Schnelle herausfinde. Na gut, auf jeden Fall, ja. Ist natürlich schade, aber ich denke mal, das war's dann erstmal soweit hier an der Stelle. Macht jetzt eigentlich keinen Sinn, wenn wir da noch weitergehen. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Ich hoffe natürlich mal nicht, dass jetzt zu viel von unserem Fortschritt irgendwie verloren geht. Naja, wir schauen mal. Also da, bis dann.